So, guten Abend, meine Damen und Herren. Es ist draußen drinnen und überall. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen. Der Künstler sitzt schon neben mir. Mir und meine Aufgabe und meine Freude, würde ich sagen, ist es heute Abend etwas zur Kunst von Martin Eckrich zu sagen, einem Künstler, der ich denke, den Sie hier in Speyer und wie Sie hier alle, die kennen ja auch einige, wahrlich kein Unbekannter ist. Und so ist er auch weit über die Region hinaus bekannt für seine ausdrucksstarke Malerei, seine Plastik, seine eindrucksvollen Installationen und Kulträume und seine einnehmenden und fesselnden Performances. Niemand bleibt unbeeindruckt, der einmal in Berührung mit seinen Werken kam. Er polarisiert, er nimmt ein, fordert zum Denken, zum Fühlen und zum Wahrnehmen auf. Er vereinnahmt den Betrachter genau dies, was der Ursprung und der Grundgedanke von Kunst seit jeher ist: Kommunikation. Oftmals viel zu wenig beachtet, ist dies meiner Ansicht nach einer der Grundpfeiler eigentlich von allem Sein. Der Mensch kommuniziert mit einem anderen, hier mit dem Betrachter. Das ist das, was gute Kunst sein soll, das Wesen aller Kunst. Sie ist Anregung zum Denken, zum Fühlen, zum Bewusstwerden, zum Erweitern des geistigen Horizonts beim Betrachter. Und man wächst durch die Inspiration gedanklich über sich hinaus. Man lernt dazu im besten Falle und entwickelt sich weiter, eben durch diese Anregung, durch die visuelle Nahrung, von der uns Martin Eckrich hier und auch ansonsten zuhauf bietet. Wir sehen ein breit gefächertes Spektrum seiner Arbeiten. Er arbeitet wie immer gattungsübergreifend, was auch dem Wesen seines Kunstschaffens ganz entspricht. Alles greift immer ineinander. Es ist eine Kopplung von Malerei, Bildhauerei, darstellender Kunst, szenischer Darbietung, Performance, Visualität und Akustik. Er versteht die Dinge immer interdisziplinär. Alle seine zentralen Themen, besonders der Mensch, das Zwischenmenschliche, eigentlich das Sein als solches, formen sich immer und sind auch in gewisser Weise immer ein Gesamtkunstwerk. In der Verdichtung drückt er es aus in und durch seine Kulträume und seine Installationen. Er betitelt seine Werkschau Erdwärme und gibt dem Betrachter scheinbar einen Begriff mit allerlei Assoziationen, doch verblüfft wie immer durch den, denn es ist nicht so, wie es gedacht ist. Denn Martin Eckrich beschränkt sich nicht auf oberflächliche, zu kurz gegriffene Assoziationsketten. Er sieht alles ganzheitlich, er sieht den größeren Kontext. Und so ist es auch zu verstehen, dass wir ein Gemälde und auch eine Collage mit dem Titel Mutter sehen. Ich weiß nicht, ob sie jeder schon gesehen hatte, drin die ganz große. Ganz klar denkt man sich, das ist wahrlich Erdwärme. Wir sehen in der Malerei intime Szenen. Er nimmt warme Farbtöne auf, grau, weiß, gelb, ocker oder rotbraun. Sie treten zutage, aber zugleich passend und erleuchtend für den Betrachter. Es ist immer eine naheliegende Assoziation. In der Collage sitzt die Mutter vor uns. Sie ist grob skizziert, aber doch fein behandelt. Die Striche erscheinen roh, aber dennoch sind sie anmutig. Eine skizzenartige Sammlung von Porträts in den Armen haltend, gleichsam präsentierend, durch die Armhaltung andeutend. Interessant ist der zwischen ihren Beinen positionierte Ausschnitt. Ein Hinweis, ein Querbezug auf einen der bedeutendsten Maler des frühen 16. Jahrhunderts. Ich denke, die meisten dürfen seine Alexanderschlacht kennen, für die allein er als Künstler unsterblich bleibt. Doch ist dies hier ein anderes großes seiner Alterswerke. Es ist seine Susanna im Bade von 1526 und die Rede ist von Albrecht Altdorfer. In der Kunstgeschichte ist er bedeutend geachtet und auch berätselt, ob seiner prachtvollen und rätselhaften Gemälde und Zeichnungen. Und gerade hier ist interessant die Verwendung seiner Susanna, wie sie Martin benutzt, bezüglich Position in der Collage, bezüglich des Themas und bezüglich der Metapher. Martin Eckrich fordert seine Rezipienten immer im Positiven heraus, sich einzulassen mittels der Betrachtung und ihre Gedanken neu zu formieren oder zu verknüpfen. Die Menschen, die er malerisch darstellt, sind nicht einfach abgebildet. Es geht weit darüber hinaus. Es ist gegenständlich, aber es ist doch auch abstrakt. Ein Auflösen der Konturen immerzu. Es ist ein Ausloten der Kontrapunkte, ein bewusstes Verbinden in Bezug setzen von eigentlich Kontrastierenden. Er sagt selbst, bei den Proportionen der Menschen sei er immer auf Harmonie bedacht, die wir, denke ich, auch deutlich sehen können. Aber darüber hinaus weisen, lässt die überbordende Fülle an grafischen Elementen alles explosiv, nicht einfach nur expressiv erscheinen. Und dies verweist auf die Quintessenz seines Schaffens. Vielseitig, dieser Begriff wird ihm nicht gerecht.
Es trifft nicht mal ansatzweise. Die Kunst bricht sich bei ihm ihre Bahn. Das Sichtbarmachen von Gedanken, scheinbar skizziert, durch Duktus oder Linienführung eine Strichexplosion gewissermaßen. Alles strebt darüber hinaus. Es drängt immer nach außen. So als wäre die Plane, die einfache Zweidimensionalität des Blattes generell zu wenig. Die Füllung des ganzen Raumes, es sei immer noch nicht die Grenze. Allumfassend, denn nicht nur das Motiv passt zum Thema, sondern auch das Material. Denn Erdwärme bezieht sich auch auf die Farbigkeit. Diese Farbigkeit resultiert aus der Verwendung verschiedener Arten von Sand, die Martin Eckrich auf Reisen nach Afrika, den Mittelmeerinseln oder deren Küsten gesammelt hat. Sie benutzt er als Pigment, er streut sie oder rührt sie in Leim, bettet sie in die Farbschichten und sie funktioniert wie eine Lasur, wie er sagt. Farben mischen sich und auf dem Farbuntergrund sind die Lasuren, die Tuschen, die Kreiden, die Lacke und die Acrylfarben im Ganzen vereint. Seine Holzplastiken, die wir auch sehen, haben die Erdwärme des Gewachsenen in sich. Die Pflanze, der Baum, wuchs durch die Sonnenenergie zum Licht. Der Baum hat die Erde zu einem Verbindungsstück zum Himmel hin erweitert, so beschreibt er es. Die Bearbeitung in der Transition von Holzstück zu Plastik mittels der verwendeten Kettensäge ist, denke ich, deutlich erkennbar. Aber diese Energie, wie er selbst sagt, ist auch sichtbar. Es ist die des Holzes und die der Bearbeitung durch den Menschen. Feuerspuren sind weitere Übergangsansätze. Und auch verwendet er Hölzer, die mit Wind und Wasser den Prozess des Verwandelns bereits begonnen haben. Die Intention ist und bleibt aber auch immer, das Leben sichtbar und spürbar dahinzustellen. Diese Holzplastiken und auch die Tonfiguren zeugen wieder von der Materialvielfalt in seiner Arbeit. Gerade die Figuren, kleinformatig, aber ausdrucksstark, erkennbar, in dem Ganzen wirkt auch zuweilen das Kleine ganz groß. Seine Holzarbeiten, mal kleinfigurig, mal lebensgroß, der Expressivität in ihrem Ausdruck tut dies beides keinen Abbruch. Der Gestreckte, der im hinteren Zimmer rechts am Fenster steht, ähnelt beispielsweise einem Christus am Kreuz. Der Künstler spielt mit den betrachterischen Assoziationen. Ist es da so? Oder vielleicht doch nicht? Oder ist es vielleicht ganz anders? Die Schüchterne, die wir sehen, eine kleinformatige Holzfigur, ist grob herausgearbeitet. Man könnte aber auch sagen, in Holz skizziert. Und doch wirken die Figuren oder Personagen filigran, trotz oder vielmehr über das grob Bearbeitete hinaus. Die punktuell und pointiert gesetzten Farbakzente tun hierbei ein Übriges, die Gesamtwirkung zu unterstreichen. Das Besondere bei Martin Eckrich ist meiner Ansicht nach, dass seine Kunst, seine Arbeiten oftmals zeitnah zu und explizit auch für eine Ausstellung konzipiert oder künstlerisch erschaffen werden. Das bezieht sich nicht allein auf die Installation, die die Abhängigkeit vom Umfeld ihr nahelegen. Es erstreckt sich auf alle seine Ausdrucksmöglichkeiten und geschieht gewiss, ich denke, jeder dürfte das gesehen haben, bestimmt nicht aus Mangel an verfügbaren Exponaten. Und nein. Für Martin Eckrich und seine Kunst, so wie er sie versteht, ist auch und gerade der Bezug zum Ort, zum Thema der Ausstellung und zu aktuellen Themen etwas, die ihn beschäftigen, bewegen und auch inspirieren. Und ich denke, das ist immer deutlich erkennbar. Er setzt seine Gedanken und Empfindungen um und macht daraus Kunst. Dieses sich Ausdrücken auf vielerlei Weise in vielen Techniken und Medien ist ein Alleinstellungsmerkmal. Dieses umfassende, verbindende, einbindende charakterisiert das Wesen seiner Arbeit. Und letztlich berührt es hier, finde ich, den elementarsten Gegensatz und zugleich die unauflösliche Verbindung überhaupt, die Jean-Paul Sartre meiner Ansicht nach treffend benannte mit Lettre et le Néant, das Sein und das Nichts. Und da ist sie wieder, diese positiv zu verstehende Forderung des Künstlers an den Rezipienten. Mitdenken heißt die Devise. Die zerrissene Schönheit des Lebens, dieses Zitat und diese Charakteristik von Cornelia Kurr trifft es meines Erachtens ganz genau. Martin Eckrich sieht immer das Schöne und das Empfindsame. Und wo viel Empfindung ist, ist auch der Schmerz für die Widrigkeiten und die Ungerechtigkeiten ähnlich groß. Die Installation Stufen im Kellergewölbe ist derart zu verstehen. Lenkt sie doch den Blick auf etwas, das niemand von uns gerne sehen und wahrhaben will. Oder wie er es formuliert, der Kapitalismus ist ausgeschlachtet und schlachtet aus. Wer hat das ausgeheckt? Bitte vortreten. Zur Strafe schreibst du jetzt auf jeden einzelnen Backstein des historischen Kellers, Kinderarbeit lohnt sich. Und hier möchte ich last but not least den Blick auch auf den Ort lenken, an dem wir und die Exponate uns befinden.
Es ist ein reformiertes Schulhaus, nach 1700 errichtet, auf und mit den mittelalterlichen Gebäuderesten des zum Lugengischen Anwesens. Man sieht es an den Resten der Fassade und an spätbarocken Aufstockungen. Und in kleiner Form ist es gewissermaßen eine Translatio Imperii, gemäß der mittelalterlichen Vorstellung, dass ein Weltreich das andere ablöse und Folgeherrschaften linear verlaufen. Und diese Kontinuität, setzt den Begriff Erdwärme in einen weiteren Kontext, wenn man auch bedenkt, dass sich im ersten Stock ein ehemaliger früherer Klassenraum befindet. Der Bereich der geschwungenen Treppe mit dem Wehesinn und da vorne mit dem Fresko im früheren Eingangsbereich stellt hinausweisend einen Bezug zur Mitte des 19. her, als das Schulhaus zum ersten Diakonissenmutterhaus der Stadt Speyer wurde. Und die Installation Stufen befindet sich im Keller, dem logischerweise ältesten Teil des Gebäudes, und schließt gewissermaßen den Kreis der Rückbezüge und Querverweise. Alle Fäden fließen und konzentrieren sich in einem. Und reformierte Theologie, so beschrieb es mir Frank Hanisch, gegeben durch die Geschichte des Hauses, will durch Schlichtheit den Blick aufs Wesentliche lenken. Das Ziel ist die Selbsterkenntnis. Und diesen Teil der reformierten Tradition wollen sie bewahren. Aus diesem Grund eröffnen die beiden auch mit Martin Eckrich die Galerie, das mit seinen Worten sein Anliegen ist, das Leben immer sichtbar und spürbar darzustellen. Danke Ihnen. Was kommt da raus, dass man im Kopf die gleichen die Ängste, die Freuden, es gibt alles wieder und es wird laut und es wird leise. Das sind diese Gegensätze, die man im Kopf hin und her tick, 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 tick machen. Aber was kommt raus aus diesem Kopf? Was kommt da raus? Der Sword und es wird gesprochen und es tritt ein und es darf nur da sein in diesem Augenblick und es ist aus und es geht.